Ja, hallo. In diesem Video geht es um das Thema, wie man ein LGS mithilfe des sogenannten Gauss-Algorithmuses bestimmen kann. Ja, ich hoffe, ihr wisst so allgemein, was ein lineares Gleichungssystem ist. Ihr kennt ja aus der Mittelstufe ganz bestimmt die 2×2-LGS. Das sind einfach LGS, also LGS ist die Abkürzung für lineares Gleichungssystem. Ja, und ein 2×2-LGS ist ein LGS, wo wir zwei Gleichungen mit zwei Variablen haben. Im Normalfall hat man auch immer genauso viele Gleichungen, wie man auch Variablen hat. Es gibt natürlich auch Ausnahmefälle, die sogenannten über- und unterbestimmten linearen Gleichungssysteme, die wir uns aber in anderen Videos angucken werden. Ja, und zwar, um das Ganze mal anhand eines konkreten Beispiels zu erklären, wollen wir mal dieses LGS lösen. Erste Gleichung 2x plus 3y plus 5z gleich 8. Zweite Gleichung x plus y minus 2z ist gleich 7. Dritte Gleichung 3x minus y plus z ist gleich 2. Lasst euch nicht verwirren, wenn euer Lehrer x1, x2, x3 benutzt. Vor allem bei größeren LGS ist das nämlich eine ganz, ganz gängige Art und Weise, dass man die Xer einfach mit so Indizes durchnummeriert. Bei kleineren LGS ist es aber auch üblich, x, y, z, a, b, c oder so zu nehmen. Also lasst euch nicht davon verwirren. Es kann auch x1, x2, x3 heißen. Naja, wie dem auch sei. Die Sache ist die, dass man bei einem 2×2-LGS grundsätzlich drei Verfahren kennengelernt hat, nämlich das Gleichsetzungsverfahren, das Einsetzungsverfahren und das Additionsverfahren. Die Sache ist aber die, dass das Gleichsetzungsverfahren bei größeren LGS einfach umständlich ist, weil wenn man jetzt nach einer Variablen auflöst in zwei Gleichungen und dann gleichsetzt, dann hat man immer noch eine Gleichung mit zwei Variablen drin. Nicht eindeutig lösbar. Beim Einsetzungsverfahren kann man es natürlich so machen, man löst eine Gleichung auf, setzt den erhaltenen Term für die Variable in die anderen Gleichungen ein und somit kann man Schritt für Schritt die Anzahl an Variablen immer verkleinern, bis man dann auf die Lösung kommt. Die Sache ist aber, dass das bei größeren LGS sehr, sehr umständlich wird. Und deswegen müssen wir uns hier auf ein Verfahren konzentrieren, was auf das Additionsverfahren beruht. Und das nennt sich das sogenannte Gauss-Verfahren. Naja, die Sache ist die, dass wir dafür als allererstes hier sortieren müssen. Ganz, ganz wichtig ist, dass wir die Variablen sortieren. Also alles, was ein x enthält, muss in einer Spalte stehen. Alles, was y enthält, muss in einer Spalte stehen. Und alles, was z enthält, muss in einer Spalte stehen. Oder x1, x2, x3. Wichtig, sortieren, nach Variablen sortieren. Alles mit Variablen auf die linke Seite und die Ergebniszahlen auf die Resteseite. Ne? Und natürlich muss die Reihenfolge der Variablen in jeder Gleichung gleich sein, weil sonst funktioniert das Verfahren nicht. Und jetzt nehmen wir uns die ganzen Koeffizienten vor den Variablen vor, mit ihrem Vorzeichen, ganz wichtig, und übersetzen das oder packen das in eine sogenannte Koeffizientenmatrix. Naja, und dann machen wir hier so einen Trennstrich für das Gleis. Und dann kommen die Ergebnisse ganz rechts, einfach hier rechts in so eine Spalte hin. Und wichtig zu verstehen ist, wenn da einfach nur plus irgendwas steht, also plus y oder so, wenn da keine Zahl steht, ist es in der Regel immer die 1. Wenn da minus irgendwas steht, ist es immer minus 1. Und somit haben wir eine Koeffizientenmatrix. Und der Vorteil darin besteht einfach, dass wir hiermit einfacher rechnen können, weil, wie ich es ja gerade sagte, es ist ja völlig egal, wie man die Variablen nennt. Die Variablen sind bloß Platzhalter, wie mit dem Beispiel, man könnte sie auch x1, x2, x3 nennen. Und deswegen sind die nur die Koeffizienten und der Lösungsvektor, so nennt man diese ganz reste Spalte,
nur diesen entsprechend von Bedeutung. Naja, und jetzt müssen wir diese Koeffizientenmatrix, die wir hier bekommen, eine Matrix ist übrigens in der Mathematik, mal kurz erwähnt, einfach eine Zeile oder einfach eine rechteckige oder quadratische Anordnung von Zahlen. Naja, und diese Matrix müssen wir jetzt so umformen, dass wir irgendwann unter dieser Hauptdiagonalen nur noch Nullen zu finden haben. Steht hier auch nochmal. Ne, die Hauptdiagonale, die haben wir genau hier. Und unter der Hauptdiagonalen dürfen nur noch Nullen zu finden sein. Sprich, aus der 1, aus der minus 1 und aus der 3 müssen wir irgendwie eine Null hinkriegen. Und erlaubte Umformungen sind, dass wir jede Zeile mit einer beliebigen Zahl außer der 0 multiplizieren dürfen. Wir dürfen auch dividieren, weil multiplizieren oder dividieren. Nee, dividieren ist ja nichts weiter als multiplizieren des Kehrwertes. Und wir dürfen zu jeder Zeile eine andere Zeile addieren oder subtrahieren. Und genau dieses Verfahren müssen wir jetzt anwenden, um da Nullen hinzukriegen. Sprich, ich habe die Matrix hier nochmal aufgeschrieben. Der erste Schritt ist, dass wir hier aus der 1 eine 0 hinkriegen und das aus der 3 eine 0 hinkriegen. Und jetzt benutzen wir dafür die erste Zeile. Um in der ersten Spalte die Nullen hinzubekommen, benutzen wir die erste Zeile. Und wir rechnen jetzt einfach hier für die Umformung zweimal die zweite Zeile minus die erste Zeile. Erste Zeile übernehmen wir. Zweite Zeile 2 mal 1 minus 2 ist 0, fällt weg. 2 mal 1 minus 3 ist minus 1. 2 mal minus 2 ist minus 4. Minus 5 sind minus 9. Und 2 mal 7 sind 14. Minus 8 sind 6. Hier unten rechnen wir 2 mal die dritte Zeile. Minus 3 mal die erste Zeile. Also haben wir 2 mal 3 minus 3 mal 2 ist 6 minus 6, das ist 0. Dann haben wir 2 mal minus 1 ist minus 2 minus 3 sind... Hey Quatsch, da muss es mich irgendwo verrechnet haben. Nee, wir haben ja die erste Zeile, stimmt. Wie blöd bin ich. Minus 2... Minus 9 sind minus 11. 2 mal 1 minus 3 mal 5 sind 2 minus 15 ist minus 13. 2 mal 2 ist 4. Minus 3 mal 1 ist 24. 4 minus 24 ergibt minus 20. Und voilà, wir haben in der ersten Spalte die Nullen schon mal hinbekommen. Jetzt müssen wir es schaffen, dass wir aus der minus 11 eine 0 hinbekommen. Und jetzt, um in der zweiten Spalte die 0 hinzukriegen, benutzen wir die zweite Zeile. Denn wichtig ist, dass wir bei dieser Umformung diese Nullen, die wir hier bekommen, nicht kaputt machen dürfen. Das ist ja klar, weil die haben uns erschaffen, die sollen auch da bleiben. Und deswegen rechnen wir hier jetzt 11 mal die zweite Zeile minus die dritte Zeile. Also haben wir 11 mal minus 1 ist minus 11, minus minus 11 ist minus 11 plus 11, das ist 0. Die oberen beiden Zeilen bleiben übrigens unverändert, dann haben wir 11 mal minus 9 minus minus 13 macht minus 86 und 11 mal 6 minus minus 20 ergibt plus 86. Und voilà, tatsächlich haben wir es geschafft, durch den Gauss-Algorithmus unter der Hauptdiagonalen hier die Nullen hinzubekommen. Ja, und wie das Ganze entsprechend weiter aussieht, das folgt dann im nächsten Video.
Also bis dahin.